Dieses Video wird euch präsentiert von super11cards.de. Ja, moin moin, wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und ja, heute bin ich mal in nicht eigener Sache unterwegs. Und zwar bin ich heute unterwegs für den Andreas, beziehungsweise für eine Aktion, die der Andreas gerne unterstützen möchte. Und ja, die finde ich auch gut. Wir haben zu dem Thema schon mal ein Video gehabt. Und deswegen will ich gar nicht lange erst rumschnacken, sondern wir gehen einfach mal sofort auf den Newsletter vom Andreas. Den sehen wir hier. Und den könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Und dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was so passiert beim Andreas im Shop und so weiter und so fort. Und halt Aktionen wie diese auch. Und zwar geht es um das CFS, also beziehungsweise das chronische Fatigue-Syndrom. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen hier. Und das ist halt eine Krankheit, die noch nicht wirklich erforscht und noch nicht wirklich akzeptiert ist. Wobei diese Krankheit die Leute halt wirklich komplett aus dem Leben haut. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass man zum Beispiel, man geht eine halbe Stunde spazieren und danach muss man zwei Tage wirklich nur platt da liegen, weil man einfach kaputt ist. Also es ist so, dass das halt einen wirklich aus dem Leben rausnimmt. Das ist wirklich schlimm und halt nicht so, dass es halt einfach mal so ein bisschen Frühjahrsmüdigkeit oder so wäre und dass halt wirklich ganze Existenzen an so einer Krankheit kaputt gehen können. Und genau deswegen ist es halt wichtig, dass das besser erforscht wird. Und ja, so ganz viel ist da noch nicht passiert, aber es ist eine Initiative auf den Weg gebracht worden, die das Ganze verändern soll und das ein bisschen mehr erforscht werden soll. Das soll mehr erforscht werden. So, mein Gott, sprechen ist schwierig. Und ja, bevor ihr jetzt alle sagt, oh, das geht mich ja nichts an, Punkt 1 wisst ihr nie. Und Punkt 2 in Bezug auf Corona und auch Long-Covid, also sprich Symptome, die nach Corona auftreten, teilweise bis zu 6 Monate danach oder so, die stehen eventuell in direkter Verbindung mit dieser Krankheit. Das heißt, die sind relativ identisch, eventuell vielleicht ein bisschen abgeschwächter, vielleicht aber auch genauso schlimm. Und ich denke mal, dadurch ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, dass die Leute auch mal darüber nachdenken, weil es könnte auch ja dann einen selber treffen. Meistens ist es ja so, dass dann immer alles weit weg ist, solange bis man dann selber die Scheiße am Start hat, auf Deutsch gesagt. Und dann ist auf einmal das Geheule groß. Deswegen ist vielleicht so ein bisschen intelligentes Handeln mal ganz praktisch und einfach mal sagen, yo, ich mach da mit. Und es kostet ja auch nichts, sondern es bringt euch was. Und warum, das erkläre ich euch gleich. Wir gucken jetzt einfach mal, wie gesagt, Newsletter von Andreas. Das, also CFS, das ist die, wie gesagt, das chronische Fatigue-Syndrom. Hat er ja schon mal ein Video zu gemacht. Da habt ihr auch den Link, findet ihr auch bei ihm auf dem Kanal natürlich. Nun zu dem, worum es geht. Und zwar ist beim Deutschen Bundestag eine Petition eingereicht worden, die allen Betroffenen endlich ausreichende Hilfe zukommen lassen soll. Link der Begründung und so weiter und so fort. Da klicken wir gleich mal drauf. Den gucken wir uns gleich mal an. Eine Petition läuft ja immer so, dass man halt quasi Unterschriften sammelt und ab einer gewissen Unterschriftenanzahl muss das auch dann angeschaut werden und berücksichtigt werden. Und hier ist die magische Zahl halt 50.000. Das Ganze funktioniert so, dass ihr das auch online machen könnt. Ihr müsst also nicht jetzt irgendwo hingehen und einen Brief unterschreiben und tülülü, sondern ihr könnt das ja auch alles ganz easy hier online machen. Und der Andreas, der ist davon wirklich so überzeugt von der ganzen Sache und der findet das so wichtig, dass er gesagt hat, als kleinen Anreiz für jeden, der sich dort registriert, der bekommt einen 5 € Warengutschein für seinen Shop. Und das finde ich schon eine echt gute Nummer von ihm, das Hut ab. Finde ich gut, dass er sich dafür so einsetzt. Das ist eine wichtige Sache und gerade die Betroffenen, die wissen, wovon sie reden. Wie gesagt, man merkt erst, wenn einem irgendwas fehlt oder wenn es einem schlecht geht, was man vorher an seiner Gesundheit gehabt hat. Ich kann das von meiner Hand zum Beispiel sagen, da ist das Handgelenk fast steif, das merke ich andauernd, da konnte ich ein halbes Jahr lang gar nicht arbeiten. Und solche Geschichten, im Krankenhaus gelegen, kürzlich wegen Rücken und ne, man merkt einfach so, bei Kleinigkeiten merkt man es, auf einmal kann man sich nicht mehr bücken. Oh, Schuhe anziehen, ja auch scheiße, ne? Oder mit der Hand nichts mehr greifen. Merke ich heute noch, wenn ich irgendwas aus dem Schrank holen will oben, man kann es halt nicht mehr, ne? Man kann es halt nicht knicken, ist doof.
Und das sind halt irgendwie noch relativ harmlose Sachen, wenn man aber dann wirklich nicht mehr in der Lage ist, alleine einkaufen zu gehen oder so und geschweige denn zu arbeiten und Geld zu verdienen, was gerade in Zeiten heutzutage, wo Sprit unglaublich teuer ist und die Lebensmittelinflation auch galoppiert wie verrückt, da ist es doch noch schlimmer, wenn man auf einmal nicht mehr kann. Ne? Man hat ja so schon Probleme, über die Runden zu kommen mit allem. Und ja, deswegen super gute Aktion von Andreas. Also wie gesagt, 5 Euro Warengutschein kriegt ihr dafür. Wie müsst ihr das jetzt anstellen? Er hat ja auch freundlicherweise gleich eine Anleitung dazu gepackt. Und zwar, das ist so. Erster Schritt, ihr geht auf die Seite mit dem Link. Ne? Das machen wir jetzt mal eben. Videolink weiter unten. Ah, Link zur Begründung. Da, den suchen wir. Da geht ihr drauf. Dann geht hier schon. Ja, der Derifer kommt schon. Da wird man weitergeleitet. So, da sind wir schon. Deutscher Bundestag. Petition einreichen. Hier habt ihr erstmal quasi das, worum es geht. Texte, Petition und dann hier die Begründung. Und da ist dann auch schon ein bisschen mehr. Ne? Das könnt ihr euch da mal in Ruhe durchlesen, wenn ihr möchtet. Und ja, wir gehen weiter in der Anleitung. So, wo waren wir denn jetzt hier? Ach so, genau, da draufklicken. So, wenn der Button nicht da ist, einfach einmal aktualisieren. Und dann habt ihr unten links auf dem Formular, zeige ich euch mal hier. Ja, da ist nämlich gleich der Fall eingetreten, dass er nicht da ist anscheinend. So, da, Petition zeichnen. Da ist er einmal auf aktualisieren geklickt, da könnt ihr es dann eintragen. Dann kommt ihr zu einem Fenster. Ich bin bereits registriert, ich bin neu hier. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr da schon irgendwo registriert seid. Dann meldet ihr euch hier einfach neu an. Ihr werdet dann auf eine Seite zur Eingabe eurer Daten weitergeleitet und könnt euch registrieren, genau. Danach bitte zurück zur Hauptseite, sie hier oben, das war die hier, ne? Die haben wir schon mal gesehen eben hier mit der Begründung. Und dann die Petition mitzeichnen. Ja. Und das war's dann auch schon, das kostet euch nichts und es ist halt einfach wie früher, wenn einer mit dem Klemmbrett rumgegangen ist und Unterschriften gesammelt hat, zum Beispiel für den Erhalt von irgendeinem Gebäude oder weiß der Teufel was, oder halt für oder gegen irgendwelche Aktionen, die im Ort stattfinden sollen, sowas ist das halt nur auf bundesweiter Ebene und ja, hier wird halt drum gebeten, schwierig. Schließlich bitten wir das Parlament, den Betroffenen darauf zu bestehen, etwa durch Benennung eines Beauftragten oder durch Schaffung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe. Also, dass die Erforschung vorangetrieben wird, wie gesagt, im Moment ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, die anzusprechen, weil, ja, Long-Covid, wie gesagt, ist es ja auch dann so, ja, ist, ne, ja gut, die Wahlen sind jetzt vorbei, da muss man den Leuten nicht mehr ganz so, ja, jetzt habe ich fast was gesagt. Ne, also man muss hier nicht mehr ganz so viel Honig um den Mund schmieren. Aber dennoch ist es halt so, dass in Bezug auf Long-Covid und der Herbst kommt ja noch. Ja, ich weiß, viele sind geimpft, aber auch genug noch nicht. Und die Zahl der Impfdurchbrüche bei 6 Monaten plus nach der letzten Impfung, die ist ja auch noch nicht wirklich erforscht. Das ist ja, es gibt ja keine Langzeitdatenerhebung für sowas. Und aus dem Grunde denke ich mal, dass Covid und Long-Covid vor allem auch noch länger, ja, tatsächlich vorhanden sein werden und deswegen, ne, schiebt das mal nicht so weit von euch allen weg, sag ich jetzt mal so. Und ja, die Krankheit ist als Nervenerkrankung klassifiziert und zwar in der ICD-10, also ganz normal, hat einen ganz normalen Krankheitsschlüssel, seht ihr da auch, das ist der G93.3 und ja, es ist halt, wie gesagt, keine Anstellerei so, oder eine leichte Müdigkeit, es ist wirklich eine ja, chronische Erschöpfung, bis halt wirklich gar nichts mehr geht. Und ja, das ist die Krankheit und das ist die Petition und die das Anliegen, was ich heute für euch hatte. Wie gesagt, das Ganze wird unterstützt von Super Elf Cards, vom Andreas. Und checkt einfach mal dann die Seite bei ihm auch und dann könnt ihr auch den Newsletter abonnieren, wenn ihr irgendwie immer neue Infos haben wollt. Der vertreibt ja, wie ihr wahrscheinlich vom Kanal hier schon wisst, das Final Fantasy Trading Card Game und die Marvel Legendary Geschichte, ne? Also eine Deckbilder mit allen Erweiterungen, also mit vielen Erweiterungen, ich weiß gar nicht, ob das alle sind, aber ne, eine ganze Menge. Und halt Comic-Zubehör und Kartenzubehör. Und ja, wie gesagt, da gibt es 5 Euro für die Leute, die da irgendwie Interesse haben in seinem Shop. Und ansonsten, auch wenn ihr keine Kartenspieler seid oder gerade aus der Tabletop-Ecke zuguckt, überlegt mal, ob ihr euch nicht 2 Minuten Zeit nehmt und ja, man gibt seinen Namen für so viel Scheiß her, dass man vielleicht auch da mal einen Blick drauf wirft. Und ja, Wissenschaft kann eigentlich nie schaden. Es ist immer besser, mehr zu wissen. Und
auch dann danach zu handeln, das ist ja dann die nächste Konsequenz, ne? Das funktioniert ja leider nicht ganz so gut. Aber generell ist Forschung immer wichtig, meiner Meinung nach, also mit das Wichtigste, was man eigentlich so mit seiner Zeit und seinem Geld anstellen kann. Gut, so, das war jetzt meine Nummer hierzu und wie gesagt, ich persönlich werde da auf jeden Fall unterschreiben und ich finde super, dass man das online machen kann heutzutage und ja, wie gesagt, fände ich super, wenn ihr da mal einen Blick drauf werft und noch besser fände ich es natürlich, wenn ihr da natürlich dann noch mitmacht. Viele Grüße an den Andreas und ja, wie gesagt, ich finde dein Engagement gut dafür und ich wünsche auch allen Leuten, die davon wirklich akut betroffen sind oder in Zukunft betroffen sein werden, alles Gute und ja, ich hoffe, dass sich da was tut. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Das wird dann wieder ja, einem etwas erfreulicheren Aspekt gewidmet sein, also sprich unserem lieben Hobby und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut, ciao, ciao.